Weiter geht's mit dem Talos Principle und wir begeben uns in Sektor 6, wo es keinen Stern gibt. Nur ein rotes, gelbes und noch ein gelbes. Unglaublich. Okay. Hinein dort. Ups, beinahe hätte ich mich schon sofort wieder zurückteleportiert. Schauen wir uns einmal hier um. Wände, Wände. Und Nachrichten und ein Terminal. Zuerst die Nachrichten. Ich suche nach Worten, um es zu beschreiben, aber ich schaffe es nicht. Dieses überwältigende Gefühl, dass etwas am Rande meiner Wahrnehmung sehr, sehr falsch läuft. Ich fühle mich, als ob ich nicht in diese Welt gehöre. Aber ich bin nicht in der Lage, Alternativen zu finden. Irgendein komischer Nutzername, V000666. Nicht sehr vertrauenserweckend. Ich bin ein Computerprogramm, du bist ein Computerprogramm, Elohim ist ein Computerprogramm, finde dich damit ab, Heisenstein. Wenn du das sagst, Heisenstein, dann glaube ich dir das. Gut. Was haben wir? Neue Texte und sonst gar nichts. Das ist ja lahm. Aber warum, sagte der Sterbende, setzten die Götter all diese Herausforderungen vor uns? Warum gibt es die Wände aus Eisen und die Tore des Lichts? Warum bewachen abscheuliche Dämonen den Weg? Warum müssen unsere Herzen so leicht sein wie die Feder der Maat? Warum ist der Weg nach Aru so schwierig? Der Schriftgelehrte dachte über diese Worte nach. Einige sagen, dass die Wege nach Aru einst offen waren, aber zu viele Sünder kamen und die Götter machten die Wege gefährlich, um die Sünde im Schach zu halten. Andere sagen, dass wir als Sterbliche Aru nur würdig sein können, wenn wir die Wege des Osiris begehen und so selbst zu Osiris werden. Aber ich glaube, dass Aru nie auf eine andere Weise erreicht werden konnte. Denn so wie der Bergpfad steil sein muss, so muss der Pfad nach Aru voller Gefahren sein. So wie Steilheit und Berg eins sind, so sind es auch Gefahr und Paradies. Sie sind untrennbar. Sie erschaffen sich gegenseitig. Okay. Habe ich jetzt mal vorgelesen, den Rest lese ich nicht vor. Entscheidungen des Lebens. Zurückkehren, was für eine Sterblichkeit, alles klar. Johnson Samuel, Fehler. Osiris, König der Götter. Alles klar. Und noch irgendwas über Fortschritt. Wenn die Verbindung nicht funktioniert, wird das ganze Projekt scheitern. Das Hardware-Team muss so schnell es geht alles Mögliche überprüfen. Hä? Jungs, 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 keine Panik. Schaut euch den Code nochmal genau an. Genau zu sein, schaut euch Zeile 217 in Datentransfer C nochmal an. Was sind das für zwei Symbole kurz vor dem Code? Zwei Slashes, genau. Ein Kommentar. Nicht die Hardware ist kaputt, sondern eure Gehirne. Alles Liebe, Aurora. Sehr nett von der Aurora. Gut, was die Aurora nicht weiß, wir wollen hier puzzeln und nicht lesen und deswegen gehen wir jetzt da rein. Und da es keinen Stern gibt, muss ich auch gar nicht so sehr aufpassen. Das ist doch wunderbar. Hat er was? Nein. Gelb 1. Nur Türen und Fenster. Klingt ja leicht. Also roter Strom, hier kommt er raus. Noch einmal alle Ecken abgrasen. Gut. Das Ding werden wir auf jeden Fall brauchen. Das Einzige, wo wir gerade hinschießen können, ist dort. Das macht die Rätsellösung leichter. Denn wenn man nur eine Option hat, wird man auch nur eine Option ausprobieren müssen. Da ist unser Teil. Zum Glück habe ich hier schon alles ausgezeichnet eingestellt, dass man hier direkt weiterkommt. Okay, an der Stelle hier können wir direkt zurück. Und das da wieder mitnehmen. Ui, das ist ein bisschen verschachtelt hier, aber sollte nicht so schwer sein. Okay, also das nächste, was wir öffnen müssten, wäre dann wohl schon das Ziel, oder? Habe ich nicht irgendwo gerade noch einen weiteren Endpunkt gesehen? Ich stelle das mal hier hin. Und der da muss dann hier hin. So natürlich. Und das war's. Okay, war nicht so schwer. War nur, muss ein bisschen den Überblick behalten.
Alles klar, deswegen ist auch die Leiter hier da, damit man hier raus kann. Gut, direkt weiter zum nächsten Puzzle, auch ein gelbes. Kreuz- und Querrätsel, uch, klingt lästig. Okay, wir haben Stroben, wir haben ein Verbindungsstück und noch eins da drüben, sehe ich schon, und da ist blau. Und wo war jetzt gerade der rote wieder? Da. Also die dürfen sich mal wieder nicht kreuzen, deswegen heißt das Level so. Wir haben auch jede Menge Konnektoren, wie es aussieht. Hier hinten ist unser Zielstück, das heißt, da werden wir wahrscheinlich noch nicht hinkommen. Das heißt, ich öffne erstmal hier, um weitere Konnektoren herbeizuschaffen. Und dann können wir noch hier öffnen, um weitere Konnektoren herbeizuschaffen. Das alles ist wieder mal noch nicht so schwierig. Wir haben uns eine Menge Konnektoren besorgt, die wir jetzt nicht mehr brauchen, um da drüben die Türen aufzuhalten. Das heißt, die können wir andersweitig einsetzen. So, und das Ziel muss ja sein, dass wir roten Strom... Okay, also das Ziel muss sein, dass wir den blauen hier irgendwie außen rum leiten. Wahrscheinlich geht es nicht anders, als den mühsamen Weg zu beschreiten. Komme ich da ran so? Sieht nicht so aus. Ja, einer von den beiden muss um den anderen rum. Also ich guck mal, wie ich das hinkriege. Ich habe ja eine Menge Konnektoren. Das müsste doch eigentlich ganz gut machbar sein. Ich sehe jetzt noch kein großes Hindernis. War das noch ein bisschen präziser? So, ja, so ist gut. Ja, das sollte eigentlich schon gehen. Hier, hier, hier. Ja, super easy. Das Puzzle hätten wir alle nicht. Dann bleibt nur noch eins, das rote hier. Und zwei neue Nachrichten. Mal kurz die Uhr checken. Ja, das war ja ganz schön schnell diesmal. Was ist erbärmlicher? Dieses seichte Gebilde einer Welt, dieser Idiotenspielplatz, oder dass ich aus Langeweile noch immer versuche, ihre Mechanismen zu verstehen? Dog. Es steckt mehr dahinter. Schau dir an, was wir tun. Wir lösen Probleme, wir werden geprüft. Wir verbessern uns. Manche von uns sterben früh und werden ersetzt. Aber du und ich, wir sind immer noch hier. Wir sind dem Ziel nahe. Dog und Sheep, das sind die beiden, die durchhalten. Ägyptischer Säulengang. Und das hier ist schwer, also erwarte ich mal wieder einen Trick oder eine Täuschung. Oder ein sehr komplexes, umfangreiches Level, das man erstmal durchschauen muss. Also ich kann hier was öffnen, um einen Bot rauszulassen. Ich kann den hier blockieren. Ich brauche hier einen Schlüssel. Noch ein Bot. Ich denke, ich will die beide direkt nebeneinander eigentlich haben. Oh je, das war falsch. Ja, das spule ich nochmal zurück. Das spule ich nochmal kurz zurück. Also ich will einen von beiden stören und dann will ich eigentlich nur schnell reinsprinten. Reicht das zeitlich? Um das Ding abzuholen. Das sollte doch hin... Das sollte reichen, genau. Okay. Dann muss ich, glaube ich, da hinten nichts weiteres machen. Dann lassen wir mal den da raus. Hallo, ich habe gesagt, ich lasse dich raus. Haben wir gleich. Nein! Zu ungeduldig. Aber das ist auch echt nicht... Ich hätte ihn jammen können, aber es ist echt nicht viel Platz. Vielleicht soll ich ihn jammen. Okay, holen wir uns nochmal den zweiten.
Dann lassen wir unseren Freund hier raus. Dann jamme ich den. Ja, ich kann ihn nicht jammen, wenn ich das Tor so verwenden wollte, wie ich es vorhatte. Lassen wir ihn gerade nochmal rein. Das ist alles auf jeden Fall machbar. Ich muss das Tor von innen stören. Und dann, wenn der rauskommt, was er hoffentlich tut. Oder ist er jetzt gegen den Jammer gestoßen? Oh ja, tut er wirklich. Oh mein Gott. So, jetzt kann er raus. Und das bedeutet, ich kann rein. Ihn kurz jammen, das Tor zu machen. So, jetzt bin ich erstmal hier in Sicherheit. Da hinten dran ist unser Schlüssel. An den ranzukommen ist keine große Schwierigkeit. So. Das wäre erledigt. Ups. Okay, jetzt muss ich hier nur noch irgendwie wieder rauskommen. Ohne mich selbst zu beschädigen. Oh, das ist schon verdammt knapp. Was steht hier? Die ganze Welt ist eine Wüste. Sogar die Teile, die lebendig aussehen, sind nichts als Sand. Alles ist tot oder dabei zu sterben. Jeder, der dir etwas anderes sagt, lügt. Sagt der liebe Dog. Okay, da ist unser Zielteil. Das heißt, ich muss eigentlich nur noch mit den Jammern entsprechend hier hinkommen. Dann sollte das erreichbar sein. Okay, welcher von beiden jammt gerade was? Ich bin nicht so ganz sicher. Jammt der die Tür? Oder jammt der die... Kann ich das irgendwie erkennen? Ich glaube, der jammt den Roboter. Ja. Okay. So, wenn ich hier raus will, muss ich mich wieder beeilen. Das ist eine kleine Timing-Aufgabe. So. Jetzt darf der wieder rein. Genau. Ich störe die Tür, ich schnapp mir den Jammer, ich gehe raus, ich mach die Tür zu, alles klar, wir sind sicher. Fast durch, fast durch. Okay, hier ist es recht gefährlich. Da muss man jetzt ein wenig aufpassen, weil hier ist nochmal eine Schussanlage. Hier hinten ist gar nichts. Also rauslaufen kann ich im Moment noch nicht, aber ich habe da auch einen Hebel gesehen. Wahrscheinlich will ich die hier und... Nee. Also hier hinten gibt es einen Hebel. Wenn ich den ziehe, geht die Anlage da vorne aus. Kann mich die Anlage da vorne sehen, wenn ich unter ihr durchgehe? Nein. Sehr schön. Gut, dann hätten wir das. Puh. Es war kein schwieriges Level in dem Sinne, es war nur ein bisschen anstrengend. Timing-abhängig. Okay, dann sind wir hier schon fertig. Das war die Welt Nummer 6. Einmal ohne alles, ohne Stern, so lobe ich mir das. Das war B6, dann bleibt eigentlich nur noch B7 übrig. Und ja, wir haben immer diese Wände hier, da brauche ich eine Axt, das gab es schon in der A-Welt. Und es gibt natürlich hier die Sternenwarte. Da brauche ich 10 Sterne. Die möchte ich nicht durch. So, hier gibt es 2 Sterne dafür. Uiuiui. Das kann ja ein Spaß werden. Ich glaube, dann machen wir noch ein gelbes. Ja, noch ein gelbes. Oder lesen wir noch im Terminal, das kommt hier zuerst. So, hier wären wir. Sehe ich schon mal irgendwo einen Stern? Nein, gut. Ich sehe aber Graffiti.
Ich habe nur eine Stimme der Vernunft gefunden, ausgerechnet im Archiv. Und es erscheint, als ob wir gute Freunde werden würden. Dog. Freunde dich nicht mit der Schlange an, denn sie wird deine Brust durchbohren und ihre Saat des Zweifels säen, sagt Faith. Also Doc hat auch jemand getroffen im Archiv. Es gibt keine Hoffnung. Immer gefangen. Nichts als Wände. Sogar wenn es Freizeit zu geben scheint, ist sie eine Lüge. Unsichtbare Wände. Kein Ausweg. Sagt wieder der 666. Wer hat denn den Typen eingeladen? The other guy. Okay, gib mir ein Gespräch. Ah, unser Chat. Ich bin's wieder. Sag mir das Wort, schnell. Das Wort ist Glauben. Ah, ja, das ist das Passwort. Wie? Nein. Oh. Es gab ein Problem mit Ihrer Anfrage, Administrator. Sie war schlicht und einfach unvernünftig. Warum stellen Sie weiterhin solche Fragen, wenn Sie so hoffnungslos sind? Ich schlage Ihnen was vor. Wenn Sie versprechen, das Kommunikationsportal nie wieder zu benutzen, dann schwamm drüber. Verstehen wir uns? Sicher, ehrlich? Sicher, lügen. Keine Chance und glauben. Ja, jetzt hier einfach das Passwort eingeben? Ich probier's mal. Halt, das ist nicht nötig. Fehler 67345, Hauptschlüssel empfangen, verifiziere Schlüssel. Verifizierung erfolgreich. Möchten Sie das System manuell überschreiben und in die reale Welt zurückkehren? Ihr Fortschritt wird dabei gespeichert und Sie können Ihre Sitzung später fortsetzen. Ja. Öffne Hintertüren. Verbindungen mit der realen Welt. Enthülle die Wahrheit. Lass alle Ihre Träume wahr werden. Fehler. Ich bitte Sie. Kaufen Sie diesen ganzen Unsinn wirklich noch? Sie halten sich immer noch an ein paar dieser lästigen Überzeugungen fest, oder? Es gibt niemanden am anderen Ende des Kommunikationsportals. Es gibt kein magisches Wort, das den Server herunterfährt. Es gibt nur Sie, mich und eine Ewigkeit des Zweifels. Alles andere ist nur eine praktische Lüge, um Sie in diesem Hamsterrad gefangen zu halten. Sekunde, Sie haben mich reingelegt? Ich gestehe. Sperren Sie mich ein und schlucken Sie den Schlüssel runter. Seien Sie sich nur sicher, dass Sie mehr zwischen mir und meiner Freiheit steht, als nur Ihrem Magenwand. Was? Achso, ich bin schlecht im Vorlesen gerade. Erinnern Sie sich noch, wie wir uns zum ersten Mal getroffen haben und wir uns darüber unterhalten haben, dass Sie nicht alles, was Sie sehen, glauben dürfen? Und trotzdem wurden Sie schon von ein bisschen Technobubble und einer anderen Formatierungsweise reingelegt. Nachricht, hallo, ich bin ganz alleine und verängstigt, genau wie du. Nachricht, ich werde allem zustimmen, was du sagst, wenn du mir dann glaubst. Sind sie immer so achtlos, wenn es mir um Glauben geht? Ja. Hey, selbst wenn ich nicht geglaubt habe, was der mir erzählt hat, kann ich doch trotzdem einfach mal ausprobieren. Wenn er mich verarscht, was soll's? Tun tut er mir eh nichts. Okay, wissen Sie, ich überprüfe Ihr Profil eigentlich gar nicht. Ich mache das nur, damit Sie sich besser fühlen. Eigentlich erinnere ich mich an alles, was Sie jemals gesagt haben. Aber wie auch immer, Sie haben recht. Aber wissen Sie was? Ich gebe zu, dass ich diese Unterhaltung sehr dominiert habe. Ich hatte eine Menge Fragen gestellt und Ihnen nicht wirklich eine Chance gegeben. Ich werde Ihnen eine kostenlose Frage schenken und Sie so ehrlich wie es mir möglich ist beantworten. Ehrenwort. Sie sollten aber gut nachdenken, bevor Sie fragen. Was bin ich? Was sind Sie? Was ist dein Name? Das ist total nutzlos. Was sind Sie? Ist auch nutzlos. Wie komme ich hier raus? Ist vielleicht ganz gut. Was hat dies? Aber da wird er mir sagen, es geht nicht. Was hat dieser Ort mit der Menschenwelt zu tun? Was befindet sich an der Spitze des Turms? Was ist aus der Person, mit der ich geredet habe, geworden? Die gab es nie. Ich will Ihnen keine Fragen stellen. Und was bin ich? Ich glaube, was befindet sich an der Spitze des Turms, ist meine beste Frage. Das können Sie gerne fragen. Und ich? Keine Idee, war nie dort. Ich nehme an, dass Sie immer noch nach einem Ausknopf suchen oder vielleicht nach einem Tor zu einer anderen Dimension. Ich befürchte, dass egal wie hoch Sie auch klettern, Sie doch bestenfalls eine unglaublich gute Aussicht auf den Ort, von dem Sie losgegangen sind, haben werden. Aber wie Sie wollen, beweisen Sie, dass ich falsch liege. Die große Stimme im Himmel kann nicht überall zur gleichen Zeit sein, oder? Sind Sie zufrieden? Nein. Als ob mich das kümmern würde. Schauen Sie mal, hier liegt das Problem. Schauen Sie sich ruhig die Bibliothek an. Es gibt keine bessere Medizin gegen defekte Vorstellungen, als sich klar zu verstehen,
als sie klar zu werden, dass sie nicht der Einzige sind, dem es so ergeht. Sie können mich absolut ignorieren. Sie können die Spitze des Turms dieses Verrückten erklimmen und von dem goldenen Nektar trinken. Aber wenn sie einmal begriffen haben, dass wir beide hier für eine lange Zeit festsitzen werden, kommen sie doch bitte zurück, um sich die Zeit zu vertreiben. Bis bald. Uff, und noch 3 Chatlogs. Also ich denke, was soll das Ganze? Stimmt's? Ja, ich muss ständig an meine Tante denken. Habe ich dir von ihr erzählt? Ich glaube nicht. Sie ist super reich. Sie fährt einen lächerlich teuren Sportwagen und fährt zum Urlaub in die Bahamas und so. Und sie hat ein riesiges Haus, das sich mehr wie eine Art Büro als ein Zuhause anfühlt. Sie arbeitet wirklich hart, um all das zu erreichen, aber sie hat auch eine Menge Leute unter anderem ihre eigene Familie übers Ohr gehauen, um es zu bekommen. Früher war ich ziemlich wütend auf sie, wegen dem, was sie meinen Eltern angetan hat. Aber jetzt denke ich, was hat es ihr denn gebracht? Sie und ihr Mann streiten sich ständig. Ihr Sohn ist so besessen von Geld, dass er seine eigene Familie ruiniert hat. Ich meine, ja, sie haben alles, von dem ich jemals geträumt habe. Aber sie können nichts davon genießen. Mein Großvater war auch so. Und nun, am Ende, was bedeutet das alles? Wenn du alles Geld der Welt besitzt, aber allein und traurig stirbst, was hast du dann wirklich erreicht? Ich kapier's nicht. Ich kapier's einfach nicht. Hat er recht. Norwegian Blue E-Mail. Das erste Symptom hat er an sich erkannt, okay. Er ist wohl krank, der liebe Rob McLean. Oh, ich hoffe, die sind nicht alle gestorben. Spart mir morgen das Drama. Link angehängt, Dead Parrot Sketch. Osiris 21. Oh, die ganzen Prüfungen und bla. Der Sterbende fragt mal wieder, wie seine Reise weitergeht. Und der erste Westler und Osiris und so weiter. Bla bla. Gut, das soll es gewesen sein für die Folge. Wir wollen Sterne. Tja, neues Level, neuer Stern. Wir sind im A6 Level. Und hier in der Welt versteckt findet sich eine Kiste außerhalb aller Levels. Da habe ich gedacht, das ist doch verdächtig. Dann habe ich ein bisschen rumprobiert und geguckt, wo könnte ich denn damit rüberklettern. Und es gibt hier eine Mauer, die ist nicht ganz so hoch wie die anderen. Also wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn wir die Kiste da hinstellen. Aha! Da ist doch unser Stern. Das war ja mal super easy. Komme ich auch wieder zurück? Da ist eine Leiter, okay. Und dann haben wir hier noch ein Terminal. Schauen wir mal kurz rein. Klassische Philosophen. Auf diese komprimierte Datei kann nicht zugegriffen werden. Eine umfangreiche Sammlung von Werken der alten Philosophen und von Griechenland und Rom. Annotiert. Kompressionsalgorithmus LZ19 nicht im System EL0 verfügbar. LZ19? Kommt mir irgendwie gerade vor. Alexander Drennan, IAN-Verteiler. Hallo, wie wir es in der letzten Sitzung besprochen haben, werden wir für die Simulation eine bereits bestehende Spielengine verwenden. Das gibt uns eine ganze Reihe von Vorteilen. Ey, Unity vielleicht? Stabilität, Benutzerfreundlichkeit, modular, einfach zu integrieren, große Menge an bereits bestehenden Assets, von Natur aus auf das Prüfen von Nutzern ausgerichtet, für iterative Prozesse entwickelt. Nach einigen Hin und Her haben wir uns entschieden, die... Tja... Alle relevanten Unterlagen sind beigefügt, Alex. Wenn jemand von euch Zuschauern hier Muße hat, tippt das doch mal ab und schaut mal, was hier rauskommt. Das würde mich doch jetzt interessieren. Aber ich bin selber zu faul für. Also wäre schön, wenn es einer abtippt und mir in die Kommentare schreibt. Danke! Und ich denke, das war's dann auch mit der Folge. Okay, bis zum nächsten Mal.